wilde Animation und ein erster Blick aufs HUD. All das habe ich heute für euch in diesem Zusammenschnitt von bewegten Bildern. Neues Material von Need for Speed Unbound wurde heute getweetert und es geht hier im Schwerpunkt um die Animation, die wir auswählen können, diese Effekte, wenn wir boosten und der Driftqualm sozusagen, und ja, er belastet das Auge schon sehr, also man kann das nicht übersehen, es ist schon sehr speziell, ne? Man merkt, die haben sich da Mühe gegeben, es sieht ja nicht übel aus. Aber ja, wir haben die Wahl aus vielen verschiedenen Optionen da, wie das alles aussehen soll, ne, verschiedene Farben und so weiter. Ich habe wirklich den Trailer ein paar Mal geschaut, um herauszufinden oder zu gucken, ob da irgendwo vielleicht ein Gegnerfahrzeug rumdriftet, wo diese Effekte nicht zu sehen waren. Aber so direkt ließ sich da nichts herausfiltern. Es geht ja immer noch für viele darum, hoffentlich kann man die abschalten. Aber naja, ja, wir haben wie gesagt hier diese ganzen Effekte. Und was da auch noch ist, sind sogenannte Tags, diese kleinen Bildchen oder Logos, wie man sie auch nennen möchte, wenn man jetzt boostet und so weiter. Ja, die erwachen zum Leben, ne, die ganzen Aktionen, die man halt machen kann. Driften, Sprünge bei Nahunfällen und so weiter, all das hat dann einen Effekt. Und ja, das wirkt alles schon ein bisschen überladen. Es ist schon sehr viel. Also es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wirklich, wirklich, wirklich. Für mich zumindest. Ich verstehe alle, die das feiern. Gönne ich auch jedem. Ich finde es ja auch jetzt nicht super kritisch, aber ja, da wird man sich auf jeden Fall schon wirklich dran gewöhnen müssen. So, wenn man, ne, Need for Speed seit Underground-Zeiten zockt, dann ist das wirklich schon mal was ganz Neues. Aber die wollen halt mit diesem Grafikstil auch einen neuen Weg gehen. Ob das am Ende so erfolgreich wird, sei mal dahingestellt. Aber naja, schauen wir mal auf ein paar noch interessantere Sachen. Und zwar das HUD. Ja, hier sehen wir das HUD. Rechts ganz normal wieder das Tacho. Daneben die wahrscheinlichen Boost-Anzeige. Mit drei Balken. Ich denke mal, das System wird wieder ähnlich sein wie in Heat. Nur, dass es dann diesmal da unten in der Ecke ist, wie so ein Tacho. Oder ob dann der Boost ist oder die Fähigkeiten, die das aufladen. Weil wir haben auch das Drift-Symbol darunter. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir durch unsere ganzen Stunts und so weiter unser Booster aufladen können. Und dann haben wir noch interessant sind hier diese zwei Zeichen links. Das sind, ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass das Cops sind. Und da wird es beim nächsten Bild interessant. Und zwar haben wir da zwei verschiedene Symbole. Und da steht Spotted. Heißt das jetzt etwa, dass wir quasi so eine Fähigkeit haben oder ein Tool, das man ausrüsten kann, was auch immer, welches die Polizei spottet? Und gibt es verschiedene Ränge bei der Polizei? Diesmal, ne? Sagen wir mal hier, der erste Rang ist ja eine Standardeinheit, der zweite ist schon ein bisschen brutaler und dann gibt es vielleicht noch einen dritten und mehr. So spezielle Einheiten, wo man dann, wie gesagt, die hatten ja gesagt, man muss sich diesmal, ne, ein bisschen mehr Mühe geben mit der Polizei und überlegen, wie man da vorgeht. Also denke ich mal, gibt es wahrscheinlich verschiedene Einheiten und je höher das Ding ist, desto eher sollte man vielleicht überlegen, den lieber aus dem Weg zu gehen. Aber ja, lassen wir uns in der Richtung mal überraschen. Ich glaube mal wirklich, das wird in der Art so ein System sein, dass die Polizei wirklich quasi Ränge hat. Aber naja. Ja, und dann sehen wir natürlich oben rechts noch diese dezente Anzeige. Unser Geld ist klar. Und daneben eine 0, Dollar 0. Ich dachte erst, das wäre unser Rap, ne? Hier wie bei Heat, Level 50 und so weiter. Aber nein, das ist es nicht. Die hatten ja schon mal gesagt, man hat im Multiplayer ein anderes Guthaben wahrscheinlich wie im Singleplayer. Die haben da irgendwas Kryptisches mal geschrieben. Ich denke mal, man wird sich hier aufbauen wie in Payback. Da gab es ja auch diese komischen Karten. Ich hoffe mal, die kommen hier nicht wieder mit Mikrotransaktionen angeschissen. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Das ist auf jeden Fall ja sehr interessant, was sie da wieder am Verbrechen sind. Ich bin gespannt. Ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Jetzt habt ihr ja nochmal ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Was haltet ihr von den Effekten? Meint ihr auch, das könnte eventuell ein bisschen zu übertrieben werden? Oder findet ihr das echt genial? Ne, denn das war's eigentlich auch schon wieder. Ne, wir haben jetzt, wie gesagt, gesehen, was wir da so an Effekten auswählen können. Und das HUD haben wir auch mal zu Gesicht bekommen. Handling-technisch lässt sich noch nicht viel zu sagen. Es wirkt ein bisschen noch wie, ja, vom Driften her, wie ich schon sagte im letzten Video, so eine Mischung aus Heat und Hot Pursuit irgendwie, ne? Aber gut. Schreibt sie mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich versuche immer auf möglichst alle Kommentare zu antworten. Habt ihr ja vielleicht gemerkt im letzten Video.
Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ne? Wie gesagt, kommentiert, was ihr davon haltet. Twitch-Link in der Beschreibung, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen. Auf Wiedersehen.